dreimal grün. Gib mir her. 7194. Was? 7194. Wie geht denn das? Auf grün. Und jetzt musst du immer hier drücken. Genau. Auf 7, ne? Und dann einmal hier weiter. 1. 9. Und dann 4. 7194, ne? 7194. Was steht da? Unlock. Ja. Vielleicht ist es ab. Oh! Da geht's los. Das nicht. Ja. Ja, entschärft. Ja. Bravo! Game over! Game over! Hast du ihn geholt, oder was? Ja, ja, nimm. Den Code! Das Team, das ist die Bombe blendet, drückt einfach nur den grünen Knopf, stellt die Bombe hin, da wo sie platziert werden soll, dann soll ich, dass man da rankommt, ne? Auch so ein bisschen Deckung halt und so. Was? Ich rede die ganze Zeit, was mache ich denn? Warum soll ich die hier alle versammeln? Ja. Weil ich an der Limbo-Schlange tanze, oder? Ja. Leute, ey. Die drücken hier drauf, dann geht der Code los. 20 Minuten habt ihr Zeit dann. Also die anderen haben 20 Minuten Zeit, nachdem die geblendet ist, euch da wegzuballern, hinzurennen zur Bombe, auf den Knopf zu drücken, mit diesem ersten hier, wenn ihr die Bombe so vor euch habt. Stellt ihr die Zahlen weiter, das ist ein vierstelliger Code. Stellt ihr die Zahlen weiter, hiermit springt ihr eine Stelle weiter. Kennt ihr ja alle bestimmt aus dem Autoradio und so ein Blödsinn. Ich hab nicht alles mitgekriegt. Du bist ja auch nicht, weil du eh nicht bis zur Bombe kommst. Wenn der Code eingegeben ist und jemand, der ist richtig, drückt ihr wieder den grünen. Dann steht hier Unlock. Und dann habt ihr irgendwann nochmal 10 Sekunden Zeit. Das ist wie so ein mit Draht durchschneiden, dann haben wir so imitiert, weil wir kein Draht haben. In der Zeit müsst ihr nochmal auf den drücken. Und dann steht hier, vielleicht, ihr habt Glück gehabt, das Ding ist entschärft oder aber ihr seid in die Luft geflogen. Super. Und da muss man sich hinlegen, oder was? Das Teil macht ein Piepgeräusch, das wird schneller, wenn der Code, also wenn das die Zeit abläuft, wird das Piepen schneller. Wer es nicht schafft, da ist ein großer See. Das Team, das die Bombe plantet, ist natürlich dumm, wenn das dann bis 15 Sekunden vor Ende, sollten die natürlich auch abhauen, ne? Ansonsten fliegen die auch in der Luft. Wäre ja dumm, ne? Also